Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Sprechplanet heute am 22. August 2015. Ich freue mich sehr auf ein recht spontan entstandenes Interview. Vorgestern habe ich gefragt. Gestern hat er zugesagt, heute hören wir ihn hier am Telefon. Ernst Markus Thomas. Er war bekannt beim ZDF als der Mann mit den drei Vornamen, der neue Star vom ZDF-Fernsehgarten werden sollte 2008. Zuvor hat er sich in der ARD einen Namen gemacht und dort diverse Sendungen moderiert, unter anderem das ARD-Buffet und viele andere Sendungen in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und das ZDF-Fernsehgarten-Ding sollte dann quasi der nächste Schritt Richtung großer Karriere werden, weil Andrea Kiewel ja aufgrund des Weight Watcher-Skandals damals nicht mehr in Frage kam. Letztendlich war es so, dass er den Fernsehgarten dann nur ein Jahr moderiert hat und Andrea Kiewel 2009 zurückkehrte, was seiner Karriere dann einen großen Knick versetzte. Wir werden darüber sprechen, wie es dazu kam, über den Quotendruck im ZDF-Fernsehgarten und was er heute macht und wie er das Ganze inzwischen sieht. Ich freue mich sehr auf Ernst Markus Thomas hier bei uns im Sprechplanet. Jetzt geht's los. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt haben wir ihn tatsächlich am Telefon, Ernst Markus Thomas. Ich freue mich sehr. Hallo. Hi Julian, grüß dich. Erstmal vielen Dank, dass wir recht kurzfristig das Interview hier ausmachen können. Du hast ja, was Medien angeht, sehr, sehr viel Erfahrung, machst Radio, hast eigentlich schon immer Radio gemacht, so viele Fernsehsendungen moderiert und arbeitest inzwischen auch als Coach für Menschen, die sich auch gerne präsentieren möchten. Was mich da erstmal natürlich interessiert, ärgert es dich, wenn du dann liest oder gefragt wirst, Mensch, was machen Sie eigentlich heute? Weil im Fernsehen auftreten tust du ja gar nicht mehr so oft und dann bist du ja für die Masse oder für die, die nicht WDR 4 hören, erstmal gar nicht da. Ja, ich glaube, in diese Sternrubrik, was macht eigentlich, habe ich es ja noch nicht geschafft, ja. Leider. Mhm. Da wäre ich gerne drin, ich empfehle mich hiermit für diese Rubrik. Nö, das ärgert mich überhaupt nicht. Sondern das ist ja vollkommen klar, dass sich dann Dinge anders entwickeln, dass man andere Sachen macht und die sind da vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, machen aber genauso viel Spaß, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Und deswegen ist das vollkommen klar. Ich meine, die Leute können das ja nicht mitverfolgen, ne, was ich da jetzt mache. Richtig, ja. Ich habe dich zum ersten Mal tatsächlich auch gesehen, laut Wikipedia, auch bei deiner ersten Fernsehsendung, bei Philips Tierstunde, das ist ja schon ewig. Da hast du mich damals gesehen. Ja, ja. Da musst du, hast du noch in die Windeln nee, gemacht. Ich war ehrlich gesagt, aber, war ich ja. Schon zu alt dafür sogar. Ah ja, okay, alles klar. Das war auch du, ich habe das, junge Leute, ne, die mich damals gesehen haben, also als Zuschauer, dass ich die heute dann treffe, aber als erwachsene Menschen stehen die mir gegenüber und wollen dann tatsächlich noch ein Autogramm haben, das passiert. Ja. Und das sind dann die Momente, wo ich mir denke, oh Mann, also du bist jetzt wirklich alt geworden. Ne? Steht dir ein erwachsener Mensch gegenüber und hat früher halt als Kind Philips Tierstunde gehört. Ja, dann kommt irgendwann der Satz, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Richtig, genau, ja. Wie war das eigentlich für dich damals, dieser Einstieg vor die Kamera? Ich meine, du hast schon so viel, du hast das Radio von der Pike auf gelernt, hast dich da wirklich reingefuchst, wie kam das? Und dann auch bei einer Kindersendung, da muss man auch noch einen gewissen pädagogischen Hintergrund haben, denke ich immer. Ja, also ich hatte damals gearbeitet bei HR3 in Frankfurt und habe da so fröhlich vor mich hin moderiert und ein sehr lieber Kollege, ich kann ihn auch namentlich nennen, Matthias Münch, der war damals schon beim Kinderfernsehen. Also der moderierte diese Sendung, Philips Tierstunde, und ein anderer Moderator, der hörte da auf. Und dann sagte der zu mir, Mensch, wäre das nicht was für dich? Weil der dachte sich wohl irgendwie das Gesicht und so, das passt ganz gut ins Kinderfernsehen. Und dann dachte ich mir, ja klar, jetzt erstmal nicht an Kinderfernsehen gedacht, aber gerne. Und dann hatte der den Kontakt hergestellt. Und die Produktionsfirma und auch der Sender, die wollten eigentlich eine Frau mit Fernseherfahrung. Und ich war ja nun mal ein Mann ohne Fernseherfahrung, zwar mit Radioerfahrung, aber ohne Kameraerfahrung. Und dann habe ich die aber echt genervt. Und ich habe mich dann wirklich in diese Idee verbissen, dass ich da zum Casting gehen möchte. Und habe die so lange genervt, bis die gesagt haben, ja mein Gott, dann komm halt mal da irgendwie vorbei. Ja. Und dieses allererste Casting war dann auch echt eine Vollkatastrophe, weil ich bin dann da in diese Kulisse gestolpert, habe keine Kamera gefunden. Es hat sich auch bei mir niemand vorgestellt. Ich hörte nur irgendeinen Regisseur da aus dem Off über die Gegensprechanlage da irgendwelche Kommandos geben und dann war ich also fertig. Und genauso unvermittelt, wie ich da rein bin ich dann auch wieder raus. Ja, also das war echt ganz komisch, weil die sich auch dachten, ja komm, jetzt der soll mal da sein Zeug machen und dann sind wir den los.
Und dann haben die aber offenbar da ein Talent entdeckt oder gesehen. Und dann rief also die damalige Redakteurin mich an und sagte, so, das war ja irgendwie alles mal ganz nett, jetzt machen wir nochmal ein richtiges Casting. Mhm. Und dann wurde ich also zum zweiten richtigen Casting dann eingeladen, wo man sich dann mir auch vorstellte, ja, wo man auch die Reisekosten dann übernommen hat und so. Und dieses zweite richtige Casting lief dann auch nicht besonders gut, aber dann schon ein bisschen besser als das erste. Und danach hat man dann befunden, ja, die wollen das ganz gerne mal ausprobieren. Und so hat das dann langsam angefangen damals. Ja, und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass du das so lange gemacht hast. Das habe ich mir jetzt wirklich angelesen, weil also diesen Löwen habe ich jetzt nicht mehr erlebt. Ich kenne wirklich nur Philipp die Maus. Warum ist das eigentlich dann, hat das einfach rechtliche Gründe, ist irgendwann eine Lizenz ausgelaufen und dann gab es eine andere Figur oder was war das? Ja. Ich glaube, das waren tatsächlich Lizenzgründe. Da habe ich ja als Moderator jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon, dass man dann entschieden hat, wir machen eine neue Sendung. Und das war dann Ollis wilde Welt. Das war in der Tat die Sendung mit dem grünen Löwen von der wilden Lichtung Nummer 5. Ja. Das war die Nachfolgesendung, die habe ich dann auch gemacht. Läuft heute noch übrigens, ne? Ja. Und ich habe die dann insgesamt, also nicht die Sendung, ich war insgesamt in dem Programm und beim Kinderfernsehen 10 Jahre, glaube ich. Irre. Ich 10 Jahre gemacht. Irre. Ja, das war eine ziemlich lange Zeit. Und dann hast du ja sehr, sehr lange das ARD-Buffet gemacht. Das ist eine Live-Sendung. Ja. Quasi täglich mittags mit sehr, sehr vielen verschiedenen Themen, sehr redaktionell. War das so für dich der nächste Schritt auch? Also es war ja quasi so, bis der Fernsehgarten kam, habe ich den Eindruck, verlief deine Karriere, wie man sie besser nicht machen könnte. Ja, also es war jetzt auch nicht gleich das ARD-Buffet, sondern ich wurschtelte da also im Kinderfernsehen rum, mehr oder weniger erfolgreich, und dann fragte die Sendung Kaffee oder Tee beim Südwestrundfunk an, und zwar beim Kinderfernsehen, ob man nicht noch irgendwo so ein junges Nachwuchstalent in der Schublade habe, das man zum Casting schicken könne. Und dann sagten die, ja, wir haben da jemanden hier, den Thomas, der soll da mal hingehen. Und dann bin ich also in dieses Casting für Kaffee oder Tee geschlittert und wurde da auch erstmal nur als Urlaubsvertretung engagiert, weil ich den, glaube ich, auch irgendwie zu jung war. Und ich hatte auch so eine blondierte Klobürstenfrisur damals, wie man das halt so getragen hatte. Also eigentlich war das, glaube ich, noch ein bisschen zu jung und die Frisur und so passte vielleicht nicht optimal da in diese Sendung. Und aber das passierte dann relativ schnell, dass ich dann eben aus dieser Urlaubsvertretungssituation tatsächlich auch einer der festen Moderatoren wurde von Kaffee oder Tee, was ja eine 2-Stunden-Live-Sendung im dritten Programm beim SWR. Das heißt also super, sich da zu beweisen und auszuprobieren und zu arbeiten und zu proben und so. Und nachdem ich das eine ganze Weile gemacht hatte, wurde dann in der Tat eine Stelle frei beim ARD-Buffet. Das ist die gleiche Redaktion, die das produziert. Und dann hat man mich sozusagen befördert. Ja. Ne, aus dem dritten Programm von Café oder Tee ins erste zum ARD-Buffet. Also so ist das damals gelaufen. Und das hast du dann sehr lange gemacht. Macht sich diese Beförderung dann auch, sagen wir mal, in der Popularität auf der Straße bemerkbar? Hast du irgendwann gemerkt, mein Gott, scheinbar bin ich so langsam prominent? Ja. Also davor war es natürlich so, erstmal Kinderfernsehen haben natürlich hauptsächlich Kinder mich erkannt. Mhm. Ne? Oder vielleicht die Mütter von den Kindern. Mhm. Oder so. Dann bei Kaffee oder Tee waren es natürlich hauptsächlich Leute aus dem Südwesten, die mich erkannt haben. Und nun, ARD Buffet war ja so die erste große bundesweite Sendung und da merkst du dann schon, du bist in Kiel, ja, ich sage mal irgendwas, ja. Und auf einmal wirst du da bei Tchibo auch erkannt. Ja, so, und Leute wollen mal kurz Hallo sagen. Also das merkt man dann schon, also diese Veränderung, ne? Das war schon ganz interessant, das zu beobachten. Mhm. Ja, was natürlich uns hier für die Mediensicht sehr, sehr interessiert, ist dieses Jahr 2008. Ist das für dich rückwirkend ein schönes Jahr? Weil ich meine, also wenn man so deine Biografie so durchliest, du hast auch Quotenmeter ein Interview gegeben vor ein paar Wochen, das war auch sehr interessant. Ja. Und da ging auch so heraus hervor, dass man eigentlich nicht so richtig sagen kann, ob man das besser hätte lassen sollen oder machen sollen mit dem Fernsehgarten. Denkst du da noch oft drüber nach? Mittlerweile nicht mehr. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Das war natürlich eine riesengroße Chance, muss man ganz klar so sehen. Ne? Also diesen Sprung dann nochmal in die größere Show zu wagen. Ich hatte davor auch schon ein paar Shows gemacht im dritten Programm, aber Fernsehgarten ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ich finde, da muss man sich auch trauen und muss das auch machen. Das hat dann halt nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dieses Jahr war sehr gemischt. Weil auf der einen Seite die Sendung extrem viel Spaß gemacht hat. Ich fand auch die Zusammenarbeit mit der Redaktion sehr, sehr angenehm. Also das war eine tolle Erfahrung. Das hat einfach Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Quotendruck unglaublich war. Mhm. Gerade dann, als die Quoten sich dann nicht mehr so fröhlich entwickelt haben. Und so hat man dann schon gemerkt, bei jeder Sendung, man ist einfach wirklich unter einem wahnsinnigen Druck, da irgendeine Quote liefern zu müssen. Ja. Und das war nicht angenehm. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja? Moderatoren sind ja auch keine Maschinen oder sowas.
sondern das hat schon an mir genagt. Ja, und zwar in der Form, ich kann das ruhig erzählen, dass ich, also nach der Sendung bin ich dann immer zum Frankfurter Flughafen. Und da war, also im Flughafen war so eine große Eisdiele. Und da habe ich mir also nach dieser Sendung, wahrscheinlich auch wirklich um die Nerven zu beruhigen, so einen riesigen Becher, so einen Cookie-Crunch-Becher bestellt, ja. Mit extra Schlagsahne, mit Schokosirup und so zerstoßenen Keksen da drin. Also eine Mega-Kalorienbombe, weil ich das, glaube ich, wirklich brauchte, um mich irgendwie runterzubringen, um meine Nerven zu beruhigen. Also das war dann irgendwann mein Ritual, dass ich diesen riesigen Cookie-Crunch-Becher da bestellt habe. Und nach diesem Cookie-Crunch-Becher habe ich dann den Flieger genommen und bin nach Hause geflogen. Was ja witzig ist, dass diese Sendung, ja. Andrea Kiewel hat das vorher schon jahrelang gemacht, dann gab es dieses Weight Watcher-Ding und dann konnte das ZDF sie auch wegen öffentlichen Druck eigentlich nicht weiter beschäftigen. Ne? Dann war man also gezwungen, jemand Neuen zu nehmen. Was ich mich dann natürlich frage, wenn man dann ein Jahr später tatsächlich Andrea Kiewel zurückholt, was ja das ZDF auch irgendwie unglaubwürdig macht, ne? Fühlt man sich da so, wenn man das jetzt ein Jahr gemacht hat, natürlich den Druck hatte, das vom Erfolg her aufrechtzuerhalten, fühlt man sich dann so ein bisschen schlecht behandelt vom ZDF? Ich meine, wie ging das dann zu Ende? Gerade wenn du sagst, das war auch für dich selber großer Druck, gehe ich mal davon aus, es war Woche für Woche immer wieder Thema, muss besser werden, muss besser, muss besser werden und dann kam tatsächlich Kiewel zurück. Wie ging das so zu Ende? Das ging in der Form zu Ende, dass dann eine Woche nach der letzten Folge der damalige Unterhaltungschef mich anrief, der war dann also in der Leitung und sagte die relativ nüchternen Sätze, ihr Vertrag wird nicht verlängert. Das Gespräch war dann irgendwie 5 Minuten, ja, wo man mir das also mitteilte und dann hieß es noch, ja, lassen Sie den Kontakt nicht abbrechen zum ZDF, was ich auch gar nicht vorhatte, ja, und damit war das dann beendet. Das war also relativ kurz und knackig, sozusagen. Trotzdem, wenn man dann erfährt, Andrea Kiewel kommt zurück, das ist ja auch medienpolitisch schon eine sehr weitreichende Entscheidung. Hast du diesen Fernsehgarten seither mal gesehen oder ist das für dich dann auch so ein rotes Tuch jetzt schon seit 7 Jahren? Also rotes Tuch würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe die Sendung in der Tat danach nicht mehr gesehen. Kann ich verstehen. Nee. Ja. Nee, weil die Zeit war abgeschlossen und ich habe jetzt da keine Veranlassung gesehen, mir das anzuschauen. Aber ich finde, das rotes Tuch wäre sicherlich übertrieben. Dann gab es ja noch ein weiteres Fernseh-Comeback, diese komische Talkshow. Diese komische Talkshow. Wo ich eigentlich... Du das schon anmoderierst. Wie bitte? Ja. Wie du das schon anmoderierst. Ja, das ist doch, also, es gibt ein ganz tolles Zitat in dem Wikipedia-Eintrag zu dieser Sendung. Das ist von DWDL, dem Medienmagazin aus dem Internet. Und ja, da, ja, lass mal hören, ich glaube, das kennt ja, da steht, wer den lächerlichen Geschichten mehr als nur eine Viertelstunde folgt, dürfte sie als Beleidigung der eigenen Intelligenz betrachten. Ja. Das zählt ja im Prinzip für das ganze RTL-Nachmittagsprogramm, dieser Satz. Ja. Wie lange hast du überlegt, das zu machen und warum... Wurde sowas überhaupt probiert? Ja. Also ich habe sehr lange überlegt, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Eigentlich sollte es, also ursprünglich gab es ein Angebot für eine andere Sendung, für eine Art Reisemagazin, wo es darum ging, Traumhäuser im Süden in der Sonne aufzusuchen, also so eine Doku-Soap-Geschichte. Also das war das ursprüngliche Angebot von Sat.1. Die Sendung ist dann kurz vor knapp nicht produziert worden, glaube ich auch aus Kostengründen. Das heißt also, die Nummer war wieder vom Tisch, weil das hätte ich so gerne gemacht und da hätte ich, glaube ich, auch überhaupt gar kein Problem damit gehabt, das zu machen. Ne? Traumhaus am Meer war, glaube ich, der Arbeitstitel. Also die Nummer war dann vom Tisch und dann kam eben danach das zweite Angebot von Sat.1. Vielleicht hat man auch gedacht, Mensch, jetzt hatten wir ihn da fast schon in der Sendung, jetzt müssen wir ihm noch mal was anbieten. Und dann war eben dieses zweite Angebot, war diese tägliche Talkshow, die natürlich auch nicht meine Traumsendung war. Und da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich das mache. Und ich habe dann Harpe Kerkeling angerufen, den ich persönlich kenne und der auch netterweise dann sofort zugesagt hat, da zu telefonieren. Und wir haben relativ lange gesprochen, fast eine Stunde, und haben das ausführlich erörtert. Und am Ende war seine Meinung dann ganz klar. Er sagte, du musst das machen. Und zwar musst du es machen, weil du seit 2008 nicht mehr auf dem Schirm warst. Und das ist einfach deine Möglichkeit, wieder Hallo zu sagen, ne? Und zu winken und zu sagen, es gibt mich noch. Ja, und deswegen habe ich das also gemacht. Wie die Sendung am Ende dann aussieht, das weiß man ja vorher nicht. Ja. Also ich wusste halt, okay, das ist eine geskriptete Daily Talkshow, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich vom Herzen her gerne machen wollte, ja. Aber wie die am Ende dann aussieht, das weißt du nicht. Das weißt du wirklich erst dann, wenn du im Studio stehst und es geht los und die Sendung wird produziert. Und warum hat man das gemacht? Man hat das gemacht, weil diese Doku-Soap-Geschichten am Nachmittag einfach sehr erfolgreich sind. Und man hat versucht, das Genre Talkshow wiederzubeleben in Kombination mit diesem Doku-Soap-Gedanken.
weil natürlich die Idee gewesen wäre, wenn das erfolgreich gewesen wäre, dass man diese Sachen natürlich viel besser in der Fabrik sozusagen produzieren kann. Na, man muss dann nicht mehr rausgehen, on location das Ganze machen, sondern man kann im Studio halt diesen Dokusoap-Charakter und die Talkshows wirklich am Fließband produzieren. Also es wäre Und quasi noch mal günstiger, als es ohnehin schon ist. ja, genau so ist es. Richtig. Genau. Und das war einfach die Überlegung, geht das? Also kriegt man das zusammen? Kann man also die Talkshow wiederbeleben und zwar mit diesem Doku-Soap-Element, was ja gerade sehr erfolgreich ist oder war? Und das hat halt nicht funktioniert, weil die Leute, das, ja, diese Laiendarsteller, wenn das in diesem Doku-Soap-Umfeld ist, sich wahrscheinlich schon angucken, aber nicht, wenn das in so einem Talkshow-Umfeld ist. Ja. Also das war dann halt ein Griff ins Klo. Merkt man das auch beim Produzieren der Folgen, dass es irgendwie nichts wird? Oder hat man dann bis zur Ausstrahlung, ich meine, Annika Hansen hat das ja auch gemacht, im Prinzip im gleichen Stil, kriegt man dann irgendwann doch schon ein Gefühl dafür, dass man sagt, naja, mal sehen, wie das wird, wenn es erstmal im Fernsehen ist. Also ich hatte bei der Produktion das Gefühl, dass einige Folgen total okay waren. Ja? Also da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, das ist jetzt schlimm oder das geht in die Hose. Bei einigen anderen Folgen dachte ich mir, ja, uff, gut, ob das was wird, schauen wir mal. Aber am Ende ist es natürlich das gesamte Produkt, ne? Die gesamte Staffel, die da auf Sendung geht. Ich wusste es nicht. Also ich wusste vor allen Dingen nicht, ob es nicht vielleicht doch ein Erfolg werden kann. Das glaubt man dann ja bis zuletzt auch. Und wenn es ein Erfolg gewesen wäre, dann sähe natürlich die Kritik auch ganz anders aus. Ja, würde man trotzdem sagen, was ist das? Aber immerhin, es ist erfolgreich, die Leute wollen es sehen. Genau. Aber ich meine, es gibt eine Grundregel, die habe ich wirklich gelernt im Laufe der Jahre. Den Erfolg eines Formates kann man immer erst im Nachhinein bemessen. Ja, Ja? vermutlich. Ja. Was ich eigentlich ganz interessant finde, wo du schon sagst, du hast mit Hape Kerkeling telefoniert, der sagt, naja, du warst jetzt lange nicht mehr on air. Warum eigentlich? Ich meine, du hast vorher bei ARD so gute Arbeit geleistet, hast dann den Fernsehgarten gemacht, okay, das lief jetzt nicht so gut, aber wieso ist dann gleich automatisch das ganze öffentliche System bei dir dann verschwunden? Wollte dann auch die ARD nicht mehr oder musstest du alles aufgeben für den ZDF-Fernsehgarten? Was ist das? Ja, richtig, genau. Das war ein Wechsel von der ARD zum ZDF. Und der Fernsehgarten ist ja eine relativ große Nummer, ne? Und es ist so, also wenn man jetzt so eine Sendung im dritten Programm in den Sand setzt oder die ist nicht so erfolgreich, dann ist das vielleicht nicht wahnsinnig schlimm, ja? Dann kann man vielleicht an anderer Stelle weitermachen. Aber wenn das unter so einer großen Öffentlichkeit, auch gerade mit diesem Wechsel und dieser Schleichwerbegeschichte, wenn das also da passiert, dann habe ich das tatsächlich so erlebt, dass der Name verbrannt war. Und dass man dann auch von anderen Sendern sagte, ja, das ist uns irgendwie zu öffentlich, diesen Namen verbrennen und da lassen wir lieber die Finger davon. Und dann gab es also einfach da auch keine Angebote und das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass es da auf dieser Strecke nicht weitergeht. Hast du jemals mit Andrea Kiewel gesprochen? Nee, 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 ich habe die wieder Frankfurter Flughafen lustigerweise einmal durch Zufall da getroffen. Weil sie da auch irgendwo hingeflogen ist und ich da auch weg musste, aber das war dann wirklich nur ein kurzes Hallo, Hallo und nee, richtig gesprochen haben wir nicht, nee. Ja, was ja ganz interessant ist, du hast jetzt ein Buch veröffentlicht, eigentlich sogar zwei. Ne? Du hast noch einen weiteren, noch so einen Ratgeber, habe ich jetzt bei Amazon Ja. gesehen, erst vor ein paar Tagen. Richtig. Aber das Buch, um das mir eigentlich geht, heißt Traumberuf Moderator hinter den Kulissen der TV-Welt. Das klingt schon so wahnsinnig ironisch. Das Wort Traumberuf, das kaufe ich dir da dann nicht so ganz ab, wenn der Titel so geht. Wie kam es dazu? Das klingt wie eine große Abrechnung. Ist es so eine oder worum geht es da genau? Nee, also erstmal ist es so, ich hätte ganz gerne Fragezeichen eingebaut in Ja. meinen Titel. Das wollte der Verlag aber nicht. Der dachte sich, Mensch, Fragezeichen, das ist zu grüblerisch. Also wir wollen es irgendwie anders, deswegen haben wir das Fragezeichen weggelassen, weil so traumhaft ist der Beruf natürlich nicht. Eine große Abrechnung ist das überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht die bittere Abrechnung und ich zahle es allen zurück und so. Das ist es überhaupt nicht geworden. Das war auch gar nicht der Ansatz für dieses Buch. Es ist vielmehr so, du hast es ja auch erzählt, ich arbeite als Coach, als Moderationstrainer, das heißt, ich kümmere mich da um den Nachwuchs. Und in den Seminaren ist dann Folgendes aufgefallen. Erstens, die Seminarteilnehmer hatten ein großes Interesse daran, Informationen zu bekommen, wie man eigentlich vor die Kamera kommt. Also wie geht das? Wie funktioniert ein Casting? Wie wird man eigentlich besetzt? Was ist eine Agentur? Was macht die für einen? Ne? Also diese ganzen Informationen. Und in den Seminaren selber ist dafür sehr, sehr wenig Zeit, weil die schon ausgerichtet sind auf den Teil vor der Kamera, also auf die Moderationstechnik. Deswegen war da immer sehr wenig Zeit, um das zu beantworten. Und ich konnte auch nie ein Buch empfehlen dazu, weil es dazu einfach kein Buch gab. Ja? Dann zweitens,
die Teilnehmer hatten zum Teil sehr unrealistische Vorstellungen davon, wie so der Moderatorenberuf eigentlich aussieht. Was ja auch verständlich ist, woher sollen die das auch wissen, ne? Also wenn man das nie gemacht hat, kann man es ja auch nicht wissen. Daraus habe ich wirklich abgeleitet, dann schreibe ich einfach selber das Buch. Also ich gebe halt die Informationen. Es ist eine Anleitung, wie man vor die Kamera kommt, also wie das im Hintergrund genau passiert, wie das zusammengesetzt ist. Und ich erzähle auch wirklich den realistischen Hintergrund, damit die Leute auch wirklich eine Idee bekommen, ne, wie das dann wirklich ausschaut. Aber eine Abrechnung sollte es nie werden. Also das war nie die Überlegung. Okay. Wie überlegt man sich denn, was man da alles reinbringt? Hast du deine Biografie da auch mit eingearbeitet so ein bisschen? Ja, das ist schon sehr, sehr biografisch. Das ist auch sehr persönlich. Ich schreibe auch im Vorwort, dass das ein in hohem Maße subjektives Buch ist. Ja. Ja, also das ist jetzt überhaupt nicht objektiv, sondern ich schreibe das allein aus meiner Perspektive. Es ist auch nicht so, dass ich andere Kollegen damit reinbringe, sondern es geht auch wirklich nur um meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Und ich denke mal, wenn andere Leute, Programmdirektoren, Redakteure, mit denen ich gearbeitet habe, wenn die das schreiben würden, dann klänge das wahrscheinlich ganz anders. Mhm. Ja? Das ist einfach eine sehr subjektive Geschichte, aber ich finde, wenn man so ein Buch schreibt, dann kann man das auch nur so schreiben. Und ich habe mich bemüht, auch ein sehr, sehr ehrliches Buch zu schreiben. Also ich habe mich da jetzt nicht groß inszeniert, sondern ich habe auch wirklich die Fehler, die ich gemacht habe, da aufgelistet. Die Niederlagen sind da drin. Also das ist einfach so, ich habe so die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, und ich glaube oder hoffe, dass der Nachwuchs, Leute, die das auch gerne machen möchten und das lesen, da eine Menge mit anfangen können. Mhm. Wie lange hat das gedauert, das überhaupt so entstehen zu lassen, sich da auch zu überlegen, was sage ich da, was ja. nicht? Oh, das ist schwer zu sagen. Weil du schreibst ja jetzt so ein Buch nicht 3 Wochen jeden Tag am Stück oder sowas, ne? Sondern du machst dann mal einen halben Tag, dann machst du wieder 2 Tage lang nichts, dann machst du mal 2 Stunden, dann schreibst du mal ein paar Tage am Stück. Also ich finde es ganz schwer zu sagen, wie lange das tatsächlich gedauert hat. Vielleicht war das alles in allem ein Jahr. Mhm. Ne? Also wirklich von allem, du schreibst dann erstmal ein Konzept und dann musst du einen Verlag finden und dann geht das wieder zurück und dann gehst du ans eigentliche Schreiben. Ich würde sagen, so ein Jahr insgesamt. Mhm, ja. Das andere Buch, da geht es dann wirklich wahrscheinlich mehr so um das, wie man sich gibt und wie man sich so ein bisschen darstellt. Das heißt nämlich, der perfekte Auftritt, wie sie mit einfachen Mitteln ihre Wirkung verbessern. Das klingt so ein bisschen, als wenn das jeder gebrauchen könnte, weil jeder muss ja irgendwie mal irgendwo vor mehreren Menschen was sagen. Wie kritisch bist du denn da, wenn du selber siehst, wie andere Leute einen Vortrag halten? Also dieses Buch, das erscheint in dieser Taschenguide-Reihe von Haufe, das sind diese kleinen gelben Bücher, mhm. ne, die auch am Bahnhof ganz oft sind oder am Flughafen, bin ich also sehr glücklich, dass es da auch erscheint, weil es da auch genau hingehört, denn das ist tatsächlich ein Buch für jedermann. Und ich bin, ganz ehrlich, ich bin, wenn ich professionell drauf gucke, bin ich natürlich kritisch, aber wenn ich privat irgendwo sitze und jemand hält einen Vortrag, dann kann ich das auch ganz gut abschalten. Ja, es ist also nicht so, dass ich da ständig die Analysebrille aufhabe und da Leute bewerte oder so, überhaupt nicht. Das ist wirklich nur, wenn ich als Coach engagiert bin, dann ist es ja auch meine Aufgabe, kritisch zu sein. Mhm. Und es ist meine Aufgabe, Rezepte anzubieten, wie man es besser machen kann. Das ist noch die viel wichtigere Aufgabe. Diese beiden Faktoren, die kommen in diesem Buch zusammen. Ja. Mhm. Gibt es Kollegen im Fernsehen, wo du sagst, mein Gott, dass die da sind und ich nicht, ist total unfair, du brauchst jetzt keine Namen nennen, aber gibt es so oft, dass du im Fernsehen siehst und denkst, mein Gott, eigentlich so vom Handwerk her können die das gar nicht so gut? Nö, also klar denkt man sich, der eine Moderator ist besser und der andere aus meiner Sicht vielleicht nicht so gut, aber dass ich jetzt sage, das ist so unfair und ich könnte es viel besser, das habe ich überhaupt nicht. Mhm. Also das hat auch jetzt sowieso nicht mehr, ne? Das ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass so die letzten Projekte waren und ich bin eigentlich mit meinem Leben, so wie es aktuell ist, auch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden. Mhm. Deswegen habe ich solche Gedanken überhaupt nicht. Nee. Also wenn ich das so höre, so auch die Biografie von dir, ich finde das total unfair, ich muss es nochmal sagen, dass man nicht zurück kann zur ARD, weil du bist ja ein super Moderator. Also ich bin sicher, wenn du da nicht das mit dem Fernseher gab, wenn das nicht gewesen wäre und du hast ja eigentlich keine Schuld, dann wärst du da wahrscheinlich immer noch bei der ARD. Dann wärst du auch so wie Florian Weber oder wie solche Menschen, die einfach ewig da moderieren vor sich her. Du wärst auf die Idee von selber nie gekommen, zum Beispiel bei Sat.1 so eine Talkshow zu probieren, oder? Nein, also das ist natürlich eine andere Voraussetzung. Also wenn du bei der ARD oder beim ZDF, du moderierst da was und es läuft gut und dann kommt Sat.1 und stellt so eine Anfrage in dieser Richtung auch, dann lehnst du das ab, weil das natürlich nicht zusammenpasst. Ja. Oder du kannst versuchen, das von der ARD genehmigen zu lassen und denen das zu präsentieren
und dann mal gucken, was die sagen. Aber eigentlich ist es natürlich was anderes, wenn du überhaupt nicht auf dem Schirm bist. Ja. Und wenn die Sendung auch erstmal nicht viel kaputt machen kann. Denn weniger als nicht engagiert werden nee, kann. Richtig, ich ja gar nicht. Da, nee, da ist es auf jeden Fall. Von daher das ist auch, ja, völlig wurscht. Das gibt dir ja den Freibrief, auch wirklich fröhlich drauf loszuprobieren. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn du in Lohn und Brot bist und du bist engagiert bei einer schönen Sendung, bei einem guten Sender, dann bist du so ein Angebot wahrscheinlich eher nicht annehmen. Ich finde halt so die Geschichte so wahnsinnig tragisch, weil das ist so. So unverhofft einfach jetzt so und auch zu wissen, na, ich brauche da gar nicht probieren, mein Name ist verbrannt, das klingt alles so aussichtslos. Ich würde da, glaube ich, wirklich auch Jahre brauchen, das überhaupt zu begreifen, weil bis dahin lief ja alles so hervorragend. Ja, das ist richtig, ja. Das ist schon krass. Wie siehst du überhaupt so diese ganze Medienentwicklung? Ich habe manchmal den Eindruck, so die Protagonisten von Fernsehsendungen haben irgendwann, also bei diesem Interview, du weißt genau, alles, was wir reden, wird ungeschnitten veröffentlicht. Wenn es schriftliche Interviews gibt, dann kann man das absegnen, freigeben und so weiter. Aber wenn man jetzt als Prominenter, sagen wir mal, beim Promi-Dinner mitmacht oder solchen Sendungen, dann macht man da mit, hat aber eigentlich auf die Sendung selber, auf die Darstellung der eigenen Person am Ende überhaupt keinen Einfluss mehr, wie der Sprecher das darstellt, wie es geschnitten wird. Würdest du sagen, das ist die richtige Entwicklung? Du meinst solche Sendungen? Ja, überhaupt, dass man da also als Protagonist eigentlich keinen Einfluss mehr hat. Das ist ja so, selbst bei solchen Promi-Shows, Dschungelcamp natürlich sowieso, man ist irgendwie so ausgeliefert in den Medien, habe ich den Eindruck. Naja, also das klingt da sehr nach Opferhaltung. Ich denke, wer das macht, also wer in diese Sendung geht, der ist sich ja der Spielregeln und möglicherweise auch des Risikos ja voll bewusst. Mhm. Ja. Also man macht das ja jetzt nicht blindlings und schlittert da jetzt irgendwie rein. Die Sachen werden ja auch bezahlt, man kommt ja auch eine Gage dafür. Und man kennt diese Sendungen ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Es ist einem klar, wie das am Ende möglicherweise dramaturgisch aufbereitet wird. Dann müsste man konsequenterweise sagen, ich gehe nicht in diese Sendung. Mhm. Gab es denn bei dir schon... Ja, das ist jetzt niemand gezwungen, also so eine Sendung zu machen. Gab es bei dir da Anfragen fürs Dschungelcamp oder jetzt läuft es seit einer Woche... Nein, also fürs Dschungelcamp gab es noch nie eine Anfrage. Aber für Promi Big Brother müsste das eigentlich reichen, ne? Keine Ahnung, würde ich auch nicht machen. Ich hätte gerne das Promi-Dinner gemacht. Ja. Und dafür gab es auch schon eine Sendung. Mhm. Das sollte in Amsterdam produziert werden, mit Oswald Kolle damals noch in der Runde, den ich sogar noch mit vorgeschlagen hatte. Und dann war, also Drehtermin war da und dann war aber gerade das genau in dieser Phase, wo ich zum Fernsehgarten gewechselt bin. Und diese Drehwoche in Amsterdam war genau meine letzte Moderationswoche bei der ARD, beim ARD-Buffet. Das heißt, das hat sich überschnitten, ne? Dann durch die Umstände. Und das heißt, ich konnte also an der Runde dann in Amsterdam nicht teilnehmen. Deswegen hat das nicht geklappt und ist das nicht zustande gekommen. Sonst hätte ich da in der Tat, also ich finde jetzt so Promi-Dinner und so ist ja eine schöne Sendung, also da hätte ich gar kein Problem gehabt. Mhm. Stefan Raab tritt ja Ende dieses Jahres ab. Hinterlässt dann bei Brainpool eine sehr, sehr große Lücke. Ich meine, ich weiß nicht, ob Joko und Klaas das ausfüllen können. Meinst du das so? Menschen wie Jan Böhmermann die Zukunft sind für das deutsche Fernsehen? Verfolgst du das so ein bisschen, wie das so vorangeht, diese ganze Medienlandschaft? Ja, na, ich verfolge das schon ein bisschen, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht der berufene Experte, schon deshalb, weil ich seit vielen Jahren gar kein Fernsehen mehr habe, ja? Sondern ich mache das wirklich so, dass ich die Sachen ab und zu mir runterlade, wenn ich was sehen möchte. Deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, dass Jan Böhmermann das großartig macht, aber dass es auch eine gewisse Nische ist, die er da bedient. Ja. Mhm. Wobei das natürlich auch der Trend ist, ja, dass es halt immer weiter aufgesplittet wird in die kleinen Nischen und das ist ja dieses große, zusammenhängende Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl vor dem Fernseher ja immer weniger gibt. Also von daher ist das wahrscheinlich durchaus ein Trend, der auch in die Zukunft weist. Mhm, ja. Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Bist du jeden Tag bei WDR 4? Und ich höre nämlich immer WDR 5, muss ich zugeben. Ja, das ist auch ein gutes Thema. Weil die halt so viele schöne Sachberichte machen. Und ich halt den ganzen Tag irgendwie nach Düsseldorf und nach Köln fahre und Musik und so weiter, ist irgendwie immer das Gleiche. Und WDR 5 hat jede Stunde irgendein Interview oder irgendein Bericht. Und dann kann sich ja quasi der durchgehend berieseln. Was anderes höre ich schon gar nicht mehr. Ich komme mir schon vor wie mein alter Opa eigentlich jetzt inzwischen. Ich weiß jetzt bei WDR 4 gar nicht, wie viel du da so moderierst. Bist du da komplett Vollzeit angestellt? Nee, nicht Vollzeit. Also es gibt vier Moderatoren für jede Sendestrecke. Mhm. Also für jede Woche des Monats gibt es einen Moderator. Also eine dieser Wochen bestreite ich auch. Darüber hinaus gibt es natürlich noch so Sonderveranstaltungen, die man macht, so Off-Air-Geschichten. Die mache ich natürlich auch. Und ansonsten gebe ich Seminare.
Ansonsten bin ich wirklich an der ARD ZDF Medienakademie, an der Evangelischen Medienakademie, an der Moderatorenschule Baden-Württemberg, an der Uni in Zürich und gebe da Seminare, Vorlesungen und bin da als Trainer und Dozent aktiv. Mhm. Das ist so die Mischung. Also mehr als beschäftigt. Was für eine Fernsehsendung würdest du denn gerne mal wieder machen? Oder sagst du jetzt inzwischen, naja, also eigentlich kannst du bleiben, wie es ist? Ich habe nämlich irgendwie so das Gefühl, ich würde mich an deiner Stelle so gern wieder versöhnen wollen mit diesem ganzen Medium, nach dieser ganzen tragischen Geschichte. Du willst dich versöhnen wollen? Ja, so dass man wieder was Gutes hinkriegt. Ja. Ach, ich finde nicht. Ich finde, ein Geheimnis ist auch das Loslassen. Ne? Dass man auch Dinge wirklich realistisch einschätzt und dass man Dinge auch loslassen kann und dass man sie nicht verbeißt in die Vorstellung, dass man da jetzt krampfhaft wieder zurückkehren muss, um da irgendeine Versöhnungsarie zu machen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt sicher die Sendungen, die ich ganz schön finde, die ich mir gerne angucke. Es gibt Sendungen wie Kessler ist, die ich großartig finde, die ich selber natürlich niemals machen könnte, nicht mal im Ansatz, weil der Mann das einfach großartig macht. Aber es gibt auch andere schöne like, Quiz-Sendungen, ja, die ich schön finde. Oder hier Nur die Liebe zählt ist ja auch wiederbelebt worden. Das fand ich auch eine schöne Geschichte. Die könnte ich mir schon vorstellen. Aber es ist jetzt auch nicht tragisch, dass die Angebote nicht kommen. Wirklich nicht. Mhm. Also ich glaube, tragisch wird es nur dann, wenn man darauf wartet. Ja? Und wenn die Tage immer grauer werden, weil die Angebote nicht kommen. Ja, okay, aber gut. Wenn man das Ganze abheftet für sich und einfach das realistisch sieht und einen neuen Weg beschreitet, dann ist das völlig okay. Ja. Also da habe ich nicht den Eindruck, ich müsste da mich mit irgendwas aussöhnen. So ein Buch schreiben und das Ganze so ein bisschen mit Hintergrundinformationen bespicken, ist ja schon eigentlich ein cooler Weg. Ne? Traumberuf Moderator hinter den Kulissen der TV-Welt heißt das Ganze. Kann man jetzt bei Amazon bestellen. Als Hörbuch glaube ich noch nicht. Aber als Hörbuch noch nicht, aber als E-Book. Als E-Book, ja. Okay, erst dann. Und dieses Interview haben wir gemacht von Solingen nach Ibiza. Das war wirklich meine Premiere. Soweit habe ich noch nie wegtelefoniert. Vielen Dank, dass genau, du dir... Genau, ich bin gerade im Urlaub und bin entsprechend entspannt und sonnengebräunt und so. Ja. Deswegen ist also von Depri-Stimmung hier überhaupt nicht geredet. Nee, alles klar. Wollte ich auch gar nicht so penetrieren, aber ich finde es halt interessant, das Ganze mal so zu sehen, weil es ja wirklich ein großer Cut war, ne? Und dass du das jetzt so geschafft hast, das alles wieder so positiv aufzubauen, Respekt. Vielen, vielen Dank für das Interview hier bei uns. Ja, sehr, sehr gerne. Ne? Mach's gut. Ja, ciao. Ja, das war Ernst Markus Thomas hier bei uns am Sprechplanet-Telefon live zugeschaltet aus Ibiza und für Sprechplanet habe ich tatsächlich noch nie so weit weg telefoniert, um ein Interview aufzuzeichnen. Dafür herzlichen Dank. Die Telefonleitung war aufgrund des Ferngesprächs wahrscheinlich sehr, sehr leise. Ich hoffe, man konnte trotzdem alles gut verstehen. Es künstlich lauter zu machen hat dann natürlich auch immer den Nachteil, dass man dann mein Atmen sehr laut hört, die Hintergrundgeräusche, das Rauschen sehr laut ist und wenn der Nachbar gegenüber hustet, dann ist er auch noch mit in der Aufnahme. Deswegen haben wir uns entschlossen, das so zu lassen, wie es ist. Es war sehr, sehr interessant, gerade diese ganze Fernsehgarten-Geschichte. Und sagen wir mal ehrlich, das ist total unfair gewesen, die ganze Nummer. Und wenn, also ich hätte den Fernsehgarten auch nicht retten können. Und bei mir hätte wahrscheinlich nicht nur ein Eis gereicht, sondern es hätten einige Eisbecher sein müssen, um überhaupt wieder anzutreten, bei so einem Quotendruck am nächsten Sonntag wieder dazustehen. Großen Respekt dafür. Und es war sehr interessant, das mal so reflektiert aus erster Hand nach all den Jahren zu hören. Nächste Woche bei uns hier am 29.08. Maren Gilzer. Ich habe mit ihr Anfang letzten Jahres ja schon mal ein Interview gemacht. Da sah die Welt bei ihr noch ganz anders aus. Da hat sie noch bei In aller Freundschaft mitgespielt. Dort wurde sie inzwischen rausgeschrieben, weil der Sender ein jüngeres Publikum braucht und jüngere Darsteller lieber einstellt und dafür die Alten rausschreibt. Das wird Thema sein, die Verjüngung in der ARD natürlich und auch die Dschungelkrone. Denn sie hat sich gesagt, naja, wenn ihr mich hier nicht mehr wollt, dann gehe ich halt zum Dschungelcamp und werde Dschungelkönigin. Und das hat hervorragend funktioniert und ich werde mit ihr darüber sprechen. Denn jetzt hat sie durch diesen Titel Dschungelkönigin ihrer Karriere so einen Schub versetzt, wie sie ihn seit den 90er Jahren, seit dem Glücksrad ja nicht mehr gehabt hat. So populär wie heute war, glaube ich, Maren Gilzer seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich werde mit ihr darüber sprechen, über die ganze Thematik, über die Medien und die Erfahrungen, die sie in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat. Ich freue mich sehr auf die amtierende Dschungelkönigin Maren Gilzer nächste Woche hier bei uns am Sprechplanet-Telefon. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Und bis demnächst. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.